So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Vlog oder zu einem Abschnitt von meinem Vlog, weil ich nicht weiß, ob ich schon was gevloggt habe oder nicht. Ihr seht, ich sitze im Auto und zwar steht es gerade im Hof und ich mag es gerade sauber, wie man hier unschwer erkennen kann. Ich bin gerade am Saugen und am Ausräumen, da wir ja am Samstag auf die Hochzeit gehen. Ich habe mir gedacht, passt, wenn ich das Auto ein bisschen kurz. Ja, die letzten drei Tage waren wir Steine laden und Ziegeln, weil wir ja hinten das Dach abreißen. Und die haben wir jetzt heute noch den Rest weggefahren, da ja mein Mann im Moment Urlaub hat, die Woche noch. Ja, und das war echt eine richtig, richtig schwere Arbeit, weil die Steine waren doch schon relativ groß. Aber man bekommt Muckis und es ist eine gute Ablenkung. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache jetzt mal weiter im Auto. Und wenn ich es irgendwie hinkriege, nehme ich euch natürlich mit. Und dann will ich nachher noch, haben wir jetzt so ein Rohr gefunden aus Stein. Das habe ich mir aufgehoben für die Meerschweinchen. Das will ich noch reinmachen. Aber das muss ich mit meinem Mann zusammen machen, weil ich kann das selber nicht heben. Das ist nämlich echt schwer. Und später wollen wir noch grillen, das habe ich euch ja gesagt. Ja, gestern Livestream war echt super. Ihr habt mich toll abgelenkt. Ihr habt mir wenigstens wieder ein bisschen Mut gemacht und ich fand es echt toll. Das Wetter ist heute eigentlich ganz okay. Wir haben heute Mittwoch, den 12. April. April, ja, genau. Juni und es ist, glaube ich, jetzt 2:30. Also Mittagsruhe ist rum, ich kann also saugen. Und das Wetter ist okay, es ist ein bisschen windig, hört man ja. Und morgen soll es bis zu 28, 30 Grad werden. Und über Mittag dann Gewitter mit Hagel, Sturm, Unwetter. Auto braucht auch mal eine Rundumpflege. So, ich habe jetzt das Auto sauber gemacht und habe auch gleich noch den Hänger geputzt, den wir heute Morgen gebraucht haben. Und jetzt werde ich mal meine Wäsche aufhängen, nachdem ich jetzt einen Schluck getrunken habe. Und Leute, es ist echt, ihr seht es, total warm. Ihr Lieben, nachdem ich jetzt meine Wäsche aufgehängt habe, ich kann euch sagen, es ist echt ultra warm, werde ich mich jetzt der hier widmen, Spülmaschine ausräumen und wieder einräumen, aber anmachen brauche ich sie noch nicht, weil so viel Geschirr steht nicht rum, es kommt erst heute Abend. Ja, und dann habe ich soweit alles erledigt, dann kann ich mich mal 5 Minuten auf den Popo sitzen und mal was trinken. Ja. Und dann werde ich mir überlegen, wie es weitergeht, was ich dann noch mache. Ja, ihr wisst ja, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Sagt er. Vor allen Dingen kein System, wenn die Kinder und der Mann die Spülmaschine einräumen. Aber man muss schon froh sein, wenn sie überhaupt was machen. So, guten Morgen ihr Lieben. Kurzen Abschnitt für meinen neuen Vlog. Ich habe gerade für euch ein Foodhole abgedreht. Ja, ich wollte euch nichts kochen. Nee, ich habe ein Foodhole abgedreht. Ich räume das jetzt kurz ein.
Und dann zeige ich euch noch die zwei Produkttests. Einer fehlt noch. So, und dann darf ich noch was testen, und zwar von Barilla. Einmal Spaghetti. Das ist so ein Pasta- und Soßen-Set. Das macht man in der Pfanne mit Tomate und Basilikum. Dann einmal Macaroni, Tomate und Ricotta. Ja. Dann einmal Penne Arrabbiata, das liebe ich ja. Ich liebe das so ein bisschen schärfer, genau. Und einmal Pasta Spaghetti Bolognese. Und dann ist da hier so eine Pasta- und Soßen-Set mit den Müllerns drauf. Genau, und da wird das dann nochmal gezeigt, was alles drin ist. Hier wird es beschrieben, wie man das Ganze macht. Und das ist dann die Post, wie ich alles dann machen muss. Testen, berichten, empfehlen. Genau. Da habe ich mich übrigens sehr darüber gefreut. Lieben, lieben Dank. Auch über das andere Kleine habe ich mich sehr gefreut. Werde ich testen und weitergeben. Und wie gesagt, es fehlt noch ein Produkttest und eine Bestellung von mir fehlt noch. Ich muss echt mal nachfragen, wenn die ankommt. Das nervt mich sehr langsam ab. Ich freue mich da tierisch drauf auf die Bestellung. Aber irgendwie lassen es die heute nicht oder lassen die es nicht laufen. Genau. Ja, ihr Lieben, dann will ich die Woche, das habe ich im Food Hall schon gesagt, Gnocchis mit Käsesoße machen, Lasagne, wie nennt sich das, Gulasch, das muss 2,5 Stunden kochen. Dann will ich eine Jägersoße selber machen und gefüllte Kartoffeln. Und dann gibt es heute das Räuberfleisch und die mediterrane Hähnchenpfanne gibt es auch noch irgendwann die Woche. Genau, das ist so meine Planung. Ich hoffe, ich bekomme das so alles hin, weil ich ja am Wochenende auch nicht da bin. Genau. Ja. Guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße euch zu einem neuen Abschnitt von meinem Vlog. Ich bin etwas dunkel. Ja, wir haben jetzt 9:45. Ich war schon meinen Hundi besuchen. Genau. Ich habe schon meine Hausarbeit gemacht und ich sehe ein bisschen leicht zerstört aus. Geschminkt bin ich nicht, weil es sind draußen 36 Grad. Und da scheiß ich drauf, mich zu schminken, ganz ehrlich. Also das ist mir echt zu warm. Ja, was ist heute geplant? Heute ist Feiertag und zwar der 15. Juni, Frau Leichnam, glaube ich. Genau. Und ich habe mir meine Nägel lackiert mit dem Trend It Up. I love Trends. Genau, der heißt, glaube ich, 07 Hope for Love. Ich bin ein bisschen verpeilt, man merkt es. Ich wollte euch aber mal was zeigen. Mein Sohnemann hat mir Sachen mitgebracht aus dem Markt, die ich probieren soll, und ich sollte erst ein Video machen, allerdings hatte ich da irgendwie dazu keine Lust, und ich habe jetzt noch 3-4 Sachen hier, die teste ich jetzt mal live mit euch. Genau, dazu stelle ich euch, denke ich, jetzt mal ab. Genau, da bin ich wieder. Und zwar haben wir einmal hier diese Let's Snack. Jetzt mit Spielzeugüberraschung. Das sind solche Maischips. Wisst ihr, wie die schmecken? Die schmecken, wie wenn ich auf einer Watte runterkommen würde. Sorry.
Wo ist denn meine Erziehung? Mit vollem Mund spricht man nicht. Dann haben wir hier die. Die nennen sich, ja, als sie ihn verließen, Kürzermannig Vergrau oder so irgendwas. Ich kann es euch nicht sagen. Die sehen dann so aus. Am Anfang dachte ich, das ist ein Hundeleckerli, aber das sind einfach nur Brotkrusten mit Meerrettichgeschmack. Muss man aber nicht unbedingt haben. Und dann haben wir noch die hier. Da dachte ich am Anfang, das sind Krabbenchips. Dann habe ich gleich gesagt, die esse ich nicht. Aber da steht Wonder and Sweet drauf. Dann dachte ich mir, nee, kann ja nicht sein. Die sehen dann so aus. Das schmeckt, wie wenn jemand... Das schmeckt echt, wie wenn jemand Brandteig angebrannt ist. So Teig für Waffeln oder so irgendwas. Nee, ihr Lieben, das ist überhaupt nicht meins. Das ist ein komischer Nachgeschmack. Ja, ich habe euch ja gestern mitgenommen, als ich das Auto gewaschen habe. War echt mal nötig. Weil wir fahren ja am Samstag auf die Hochzeit. Ich glaube, das habe ich in dem Vlog schon 100.000 Mal gesagt. Und dann dachte ich mir, ich tue mal im Auto auch was Gutes. Gestern Abend war ich in der Badewanne, ja, und habe diese Kohle-Stripes von Action ausprobiert. Leute, die sind echt super. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich hatte hier auf der Nase einen total so einen großen, ja, genau, so einen großen Pickel von der Sonne. Keine Ahnung, den ich auch hier habe. Und meine Haut ist zart wie ein Babyarsch. Das sind echt gute Teile. Und vor allen Dingen, für 1 Euro irgendwas sind anstatt wie bei Balea nur 3 Stück drin. Wenn mich nicht alles täuscht, sind 6 Stück drin. Sind eigentlich nur für hier und hier. Ich habe es aber hier noch benutzt, hier und hier. Und ich bin echt zufrieden, kann ich euch nur sagen. Ich habe die jetzt noch in einer anderen Farbe. Keine Ahnung. Also wenn ihr ab und zu mal eine Review über irgendwas wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde ich gerne machen. Ich habe übrigens mein uraltes T-Shirt an mit meinen Affen drauf, wo die Affen so die Augen, Ohren und Mund zu heben. Das habe ich mir vor, keine Ahnung, 4-5 Jahren mal im Primark geholt. Und ja. Es ist echt warm. Ich kann es euch sagen. Und wir haben erst 9:45. Wir wollen nachher noch mal grillen. Den Rest von gestern. Ich habe es euch leider nicht gefilmt. Wie immer. Ich wollte mich mal noch bei euch bedanken. Für die lieben, 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 lieben Kommis. Außer eins im Livestream. Und die lieben Personen, die da waren. Leute, ihr seid echt der Wahnsinn. Ich werde... Wenn ich hinbekomme, jetzt wieder öfters einen Livestream machen, ich hoffe es zumindest mal, ich habe euch das schon öfters versprochen. Ja, es war echt schön, ihr habt mir wenigstens mal wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich weiß, das habe ich, glaube ich, gestern auch schon gesagt. Ja, irgendwie habe ich es nicht so mit dem Vloggen im Moment. Vielleicht kann ich euch am Samstag ein bisschen mitnehmen, das werdet ihr aber dann erst im nächsten Vlog sehen oder in diesem. Ich kann es euch noch nicht sagen, was ich zusammenschneide und was nicht. Heute ist nicht viel geplant, es ist Feiertag, es ist warm. Später soll es richtig derbe batschen draus. Es ist Unwetter gemeldet mit Hagel, Starkregen, blitzreich ohne Ende. Leute, das ist absolut nicht meins. Da verkrieche ich mich wieder ins letzte Loch.
Ja, also wie gesagt, heute ist nicht viel geplant, ist Feiertag. Wir haben die ganze Woche genug gearbeitet. Und morgen werde ich dann gucken, was wir machen. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch was im nächsten Abschnitt, wenn ihr natürlich wollt. So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu meinem letzten Abschnitt von meinem Vlog. Und zwar sitze ich jetzt gerade draußen. Ich habe gerade meine Wäsche aufgehängt, habt ihr ja vielleicht gesehen, wenn ich es ein bisschen filmen konnte. Das Wetter ist heute richtig, richtig toll. Es soll diese Woche die wärmste Woche werden. Wir haben ja, glaube ich, am Mittwoch oder Donnerstag haben wir Sommeranfang offizieller. Ja, und da soll es die wärmste Woche werden. Heute sind es gemeldet, ich glaube 32 oder sogar 35 Grad. Ja. Ich habe alles zu. Drinnen ist es echt dunkel. Ich habe sämtliche Läden zu. Ich habe die ganze Nacht gelüftet. Und auch heute Morgen. Und jetzt habe ich alles zu. Und deswegen sitze ich jetzt draußen und filme ein bisschen, weil es da doch ein bisschen heller ist. Ja, ich werde aber auch gleich reingehen. Wie gesagt, ich habe mir die Wäsche aufgehängt, weil bei dem Wetter trocknet die optimal. Und es ist dann doch ein bisschen zu warm draußen. Ja, aber ich wollte noch ein bisschen mit euch schwätzen. Genau, mache ich ja sonst nicht. Nee, nur ein bisschen. Ich wollte mich dann auch noch ein bisschen bei euch beschweren. Warum, weshalb, sage ich euch gleich, wie gesagt. Ja. Was ich so gemacht habe übers Wochenende, erzähle ich euch auch gleich. Und was noch alles war, genau. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal rein, weil drinnen ist echt ein bisschen kühler. Aber wie gesagt, es ist auch dunkel. Also wundert euch nicht, willkommen in the dark side of life. Ab in die Dunkelkammer. Ja, ihr Lieben, ich muss mich erstmal bei ein paar Leuten entschuldigen, dass ich im Moment so wenig auf WhatsApp, Instagram und was auch immer bin. Ich habe teilweise Nachrichten, die sind schon eine Woche alt, auch manche schon 3 Wochen alt oder schon ein paar Tage, wo ich noch nicht beantwortet habe. Normalerweise bin ich jemand, der eigentlich prinzipiell, wenn ich dazu komme, immer sofort antworte oder am nächsten Tag oder 2-3 Stunden später. Allerdings bin ich im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, wenig auf WhatsApp. Ich bin zwar online, weil ich ja mein Handy anhabe, da ist man automatisch online. Genauso wie auf Facebook oder egal was. Aber ich bin so gut wie nicht dort, weil, ja, wie kann man das erklären? Ich im Moment tierisch viele Sachen am Arsch habe, das nicht gerade positiv ist und das auch nicht unbedingt zu meiner jetzigen Situation positiv passt. Von daher, es ist privat einiges, es ist in der Familie einiges, es ist gesundheitlich einiges. Ja. Und das fördert das Ganze nicht mal unbedingt ungemein. Ja. Ich weiß, es gibt einige da draußen, die mich auf WhatsApp haben oder was auch immer, die dann sagen, ja, wenn was ist, du kannst ja mit uns reden und alles. Aber Leute, manchmal möchte man einfach nur für sich sein. Das geht weder gegen irgendjemand oder was auch immer. Aber wie gesagt, manchmal braucht man echt eine Auszeit von WhatsApp und von den ganzen sozialen Medien. Ich bin jetzt seit heute Morgen dran, meinen Vlog hochzuladen. Die verschiedenen Sequenzen, die ich schon auf der Kamera hatte und noch gefilmt habe, ist nicht viel. Das sage ich immer, dann am Schluss kommen doch 30, 40 Minuten raus. Ich wollte auch mal einen Versuch starten, aber ich glaube, das bekomme ich überhaupt nicht hin. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen wollt, weil ich laber die ganze Zeit sowieso nur und bin eh nur negativ eingestellt zurzeit. Ich glaube, das möchte dann definitiv keiner sehen. Ich wollte mal eine Woche jeden Tag einen Vlog hochladen. Ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, die Alte, jetzt hat sie noch mehr einen Schuss. Das packt sie nie im Leben, kommen eh im Moment unregelmäßig Videos. Ich wollte euch dann so ein bisschen als Seelenklempner benutzen und mir so ein bisschen meinen Scheiß bei euch abladen, damit es mir besser geht. Nee, das war jetzt ein Witz. Ich werde dann bestimmt wieder total falsch verstanden. Nein, aber das wollte ich mal
ausprobieren. So jeden Tag eine Woche oder zumindest mal 3-4 Tage einen Vlog hochladen. Aber ich glaube, das will von euch da draußen keiner sehen. Und gerade so, wie ich im Moment drauf bin mit nur negativ und so weiter und nur Gelaber. Ich glaube, das interessiert euch weniger, denke ich, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. So, jetzt ändern wir mal die Position. Sonst fault mir hier nämlich die Hand ab. Ja. Weil ihr wisst ja, es ist nicht so leicht, das Ding zu tragen. Ja, genau. Das wollte ich euch jetzt mal noch fragen. Und dann wollte ich mich mal noch beschweren. Ja, beschweren kann man jetzt nicht sagen. Aber ihr wisst ja, dass mir im Moment nicht so Bombe geht. Aus gewissen Gründen. Die anderen Gründe muss ich euch jetzt ja nicht hier erläutern. Es ist jetzt auch erst ein Monat her. Und ich bin doch, muss ich sagen, von einigen da draußen, auch aus dem näheren Umfeld, ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man bekommt mittlerweile vorgeschmissen, man würde zu negativ sein, man würde nichts mehr Positives im Leben sehen, man würde nur noch mosern, man hätte nur noch schlechte Laune, das überträgt sich auf die Familie. Und es tut der Familie nicht gut und den Freunden. Und man möchte eigentlich mit mir im Moment keinen Kontakt haben, weil ich nur negativ eingestellt bin und nur immer was von mir Negatives kommt, nichts mehr Positives. Und man ist anscheinend tierisch genervt von meinen Posts. Ob das jetzt auf Facebook, Instagram, wenn ich mal was poste oder egal wo ist, weil ich anscheinend nur noch Negativ-Sachen poste. Und mir das einige schon vorgeschmissen haben. Ich solle doch mein Leben wieder leben und es wäre dann irgendwann jetzt auch mal gut. Nur ständig, wie wurde das genannt? Sich runterziehen zu lassen. Und man muss es auch mal wieder gut sein lassen. Es haben schon andere Leute Tiere und Menschen verloren. Und bei Tieren ist das nicht so schlimm wie bei Menschen. Man muss es jetzt auch mal gut sein lassen. Und man kann es ja nicht mehr hören. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, ich traure und verarbeite anders. Und jeder Mensch, jedes Tier und jedes Lebewesen verarbeitet und trauert anders. Und ich denke, man sollte auch das Recht haben, zu trauern und zu verarbeiten, wie man möchte. Und man sollte es auch jedem das Recht zugestehen. Und wisst ihr was? Wenn jemand mit mir nichts mehr zu tun haben möchte, ob das jetzt von meinen Abonnenten oder egal was ist, ich möchte auch hier jetzt nicht unbedingt so negativ klingen, aber es fassen ja einige alles negativ auf, dann schaut am besten meine Videos nicht mehr, entfolgt mir, habt privat nichts mehr mit mir zu tun, weil ich denke, es wird sich auch in der nächsten Zeit daran nichts ändern. Das wird immer mal wieder kommen. Und mir geht es nun mal nicht jeden Tag, juhu, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Wie manch anderen, denen fliegt das Glück jeden Tag zu und denen scheint die Sonne jeden Tag aus dem Arsch. Das Leben ist nun mal nicht so. Es tut mir leid, wenn ich im Moment nur negativ bin und wenn ich im Moment nur die blödsten Sachen poste für manche ihre Augen. Aber ich denke, auch ich hab das Recht, solange ich möchte und wie ich möchte, zu trauern, zu verarbeiten oder egal was. Und wie gesagt, wenn das denjenigen nicht schmeckt, dann müssen sie leider abschalten, entfolgen, deabonnieren, Kontakt abbrechen, was auch immer, weil ich entscheide für mich, wenn es wieder positiv ist und wenn es mir wieder positiv geht. Und viele haben auch gesagt, ich muss es nochmal wiederholen, die ganzen Videos, die ich außer den Vlogs hochlade. Das sind alles alte Videos, die vor dieser Sache waren oder zwischendrin. Und es hat nichts damit zu tun, wenn dann so ein Video kommt, ach, dir geht's ja wieder super, ich weiß gar nicht, warum du so magst. Und dir scheint es ja wieder besser zu gehen und das freut mich, du siehst auch wieder besser aus. Nee, nee, nee. Die Videos, das sind alte Videos, die sind alle vorgedreht. Das ist der Unterschied. Die ganzen Videos, die ich jetzt drehe, sind im Moment diese Vlogs. Also nur, weil das einige wieder falsch verstanden haben und meinen, es geht mir wieder besser. Genau.
Ja, ihr Lieben, ich wollte mich ja noch verabschieden. Mein Sohnemann ist gerade heimgekommen, deswegen mache ich das jetzt so. Ich wollte also mich entschuldigen, dass ich so negativ im Moment bin, aber wie gesagt, es geht halt im Moment nicht anders und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, genau. Ansonsten würde ich sagen, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und wenn ihr wollt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr hält von täglichen Vlogs. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.